viele glauben, eine Bevorratung ist zu teuer oder man sei zu spät dran, damit zu beginnen. Dem ist nicht so. Was man heute noch günstig kaufen kann, ist morgen schon teurer. Das zeigen die Preissteigerungen der letzten Jahre. Gerade jetzt werden Grundnahrungsmittel immer teurer. Was man sich auf jeden Fall anschaffen sollte: 25 Kilogramm Reis im Großpack. Das sind 400 Einzelmahlzeiten, also bei zwei Mahlzeiten am Tag rund 200 Tage. Das sind bei 120 Gramm am Tag ca. 151 Kilokalorien. Ein solcher Sack pro Familienmitglied, um zu starten, kostet 25 Euro für 25 Kilogramm. Der tägliche Grundumsatz liegt bei 1400 Kilokalorien, den man nur mit 120 Gramm Reis pro Tag natürlich nicht decken kann. Auch anschaffen sollte man Salz im 5 Kilogramm Eimer. Das reicht eine Weile. Man kann sich auch noch Großpackungen in 5 Kilogramm Gebinden an Nudeln, Trockengemüse wie Bohnen, Linsen und Erbsen anschaffen. Nudeln haben 110 Kilokalorien bis 170 Kilokalorien pro 100 Gramm. Trockengemüse ca. 300 Kilokalorien pro 100 Gramm. Mit einem 5 Kilopack kommt man 50 Tage pro Person zurecht. Man sollte sich Vorräte für 3 Monate anlegen, mindestens. Was, nur Reis ohne Soßen? Ha. Die kann man sich auch anschaffen, aber vieles findet man in der Natur. Zum Verändern des Geschmacks und zur Ergänzung kann man Pilze, Kräuter, Früchte und Nüsse nutzen. Auch Speiseöl und Essigessenz sollte angeschafft werden. Speiseöl gibt es auch in 5 Liter Gebinden. 100 Gramm Öl haben ca. 850 Kilokalorien. Das ist sehr minimalistisch gedacht, aber zur Not kommt man so kostengünstig durch eine Krise. Anderes kann man ja, wenn nötig, noch zukaufen. Dosennahrung hält auch länger als auf dem Verfallsdatum angegeben. Zusätzlich sollte man einige Kilogramm Mehl und Zucker einlagern. Berechnet, wie viel Brot ihr pro Woche verbraucht. Kauft so viel Kilogramm Mehl, wie ihr rechnet, und schlagt 10% auf. Das Ganze mal 12 genommen, ergibt den Vorrat für 3 Monate. Zum Backen ist auch Hefe nötig. Hier gibt es Großpackungen mit 500 Gramm Inhalt. Nahrungsergänzung in Form von Multivitamin- und Spurenelementtabletten, auch im Wasser auflösbar zum Trinken, sind hilfreich. Was man oft übersieht, ist eine Möglichkeit zu kochen, wenn es keinen Strom mehr gibt. Weil zum Beispiel man seine Stromrechnung nicht mehr bezahlen konnte und er gesperrt wird. Schafft euch einen Notkocher an, eine Feuerschale oder einen Gaskocher mit genügend Kartuschen. Für eine Feuerschale braucht man einen Pfannenknecht, um Töpfe und Pfannen sicher auf das Feuer zu stellen. Wer Erfahrung im Einkochen hat, verwendet leere Gläser mit Drehdeckel, um sich nebenher schon im Vorfeld einen kleinen ergänzenden Vorrat anzulegen. Das Glas wirft man in der Regel weg, ab jetzt sicher nicht mehr. Wasser sollte in Europa kein Problem darstellen. Kommt keines mehr aus der Leitung, so kann man es mit einem Filtersystem leicht aus einem Gewässer in einen 5 bis 10 Liter Kanister umpumpen. Wenn man unsicher ist, zu Hause noch vor Gebrauch abkochen. Früher hat man mit Regenwasser gewaschen und als Brauchwasser kann man es allemal verwenden. Selbst wenn ihr noch genug zu essen zu Hause habt. Wenn euch eine Essensversorgung angeboten wird, geht hin. Wenn ihr das nicht tut, erkennen andere bald, dass ihr vorgesorgt habt und ihr bekommt Besuch von Bettlern oder Schlimmerem. Wenn ihr Angst habt, dass mit dem Essen etwas nicht in Ordnung ist, esst es nicht. Ihr könnt es immer noch zum Tauschen verwenden.